Hallo Fans und Freunde der WNA. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem kleinen Plauderstündchen hier an diesem Sonntagnachmittag. Ja, in letzter Zeit ist doch einiges geschehen und ich habe natürlich auch noch einiges vor. Also, gehen wir es auch gleich an. Ja, noch etwas zu dem Fanfotobuch und zu dem Sponsoring eines Vienna-Fans. Meine Lieben, dabei geht es um eine Vorfinanzierung und zwar möchte ich gerne gleich eine größere Menge an Büchern bestellen und durch diesen Mengenrabatt bekomme ich einen günstigeren Preis und zwar 20% von der Einzelbuchbestellung und diesen Preis möchte ich natürlich gerne an euch weitergeben. Finanzieren wird sich das Buch durch den Einzelverkauf. Dadurch bezahle ich die Vorfinanzierung des Vienna-Fans wieder zurück und für dieses zinsenfreie Darlehen, dafür bekommt der Sponsor ein bisschen Werbung an den Social Medias und natürlich auch im Buch und auch auf den Vlogs. Von dem Erlös aus den Büchern möchte ich auch gerne die Damenmannschaft ein wenig sponsern. Also ihr seht, ein toller Anreiz, sich dieses Buch auch zu besorgen. Und es wird eine Limited Edition. Das heißt, haltet euch ran, ein Buch zu bekommen. Natürlich auch ein schönes Sammlerstück und eine schöne Dokumentation über die Zeit, die wir jetzt gerade mit der Vienna verbringen. Für mich eine besondere Ehre und Freude, wenn euch das Buch Spaß macht. Und wenn man sich anschaut, diese schönen Bücher, die es schon von der Vienna gibt, beziehungsweise dieses ganz, ganz tolle Dokumentation von Alexander Juraske, Blau-Gelb ist mein Herz. Wenn ich immer wieder in diesen Büchern blättere, dann freue ich mich auch zu sehen, wie es eben früher bei der Vienna war. Und ich möchte auch gerne mit diesem Buch, aber auch natürlich mit diesem Videokanal und auch an Social Medias etwas an die nächste Generation und übernächste Generation an Vienna-Fans weitergeben. Und ist für mich eine besondere Freude, wenn euch das Spaß macht und wenn euch das gefällt, was ich tue, dann ist das für mich Belohnung genug, obwohl ich eigentlich schon mal gehört habe von einem Vorstandsmitglied mit besonders kurzen Haaren und Rapid-Dauerkarte, dass ich eigentlich gar kein wirklicher Vienna-Fan bin. Nun ja, kann sich jeder selber die Meinung bilden, wie weit wir Vienna-Fans sind. Aber ich möchte gerne uns Vienna-Fans auch ein Gesicht geben und zeigen, wer wir sind. Ich möchte auch gerne diese Individualität, die es an Vienna-Fans gibt, hiermit aufzeigen und auch an die nächste Generation weitergeben. Das sieht man schon allein an den Texten, von einem Satz bis ganze Romane, von den Bildern her, die im Sommer, im Winter, tagsüber, auch am Abend fotografiert worden sind, zeigt einfach, wie unterschiedlich und individuell wir Vienna-Fans sind. Und ich glaube, das könnte ja auch eine ganz gute Dokumentation sein, um eben hier uns auch schön zu präsentieren und auch dem einzelnen Vienna-Fan einen Namen zu geben. Auch mit dem Vienna-Kanal möchte ich natürlich auch ein bisschen Neues machen und umsetzen. Ich glaube, das habe ich eh im letzten Video ganz gut gesagt. Ein schöner Gruß auch an den Mariano nach Paris. Ich habe keine gewisse Ratlosigkeit, darum geht es auch gar nicht. Ich möchte, dass ihr euch einbringt und mir auch ein bisschen sagt, was euch interessiert, damit ich auch gezielter da euch informieren kann und euch auch unterhalten kann. Das ist mir eben sehr, sehr wichtig, dass wir eben gemeinsam diesen Kanal kann man Vienna gestalten und ja, ich freue mich natürlich über ein Like. Das werde ich auch immer wieder sagen, weil es einfach wahr ist und ich glaube, jeder von uns kann sich hier einbringen bei der Vienna und auch natürlich bei Kammern Vienna, denn wir alle sind die Vienna, wir alle sind der Verein, von den Spielern über die Betreuer, über den Vorstand bis hin zum Fan und das sollte auch immer wieder von euch bedacht werden und das sollte auch immer wieder kommuniziert werden und ihr sollt eure Meinungen sagen, nein, sogar ihr seid verpflichtet dazu, euch immer wieder einzubringen und eure Meinungen dazu kundzutun, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Die Herbstsaison, ja, die ist jetzt auch schon bald zu Ende. Der erste Teil der Wiener Liga 2 2018-2019, die Meisterschaft, geht in die Halbzeit. Es ist doch nicht so der leichte Durchmarsch, wie wir alle gehofft haben. Die Auswärtsspiele, unentschieden, verloren, unentschieden, ist nicht ganz im Sinne der Fans, natürlich auch nicht im Sinne des Vereins gewesen. Gleich jetzt sich da auszulassen, zum Beispiel auf den Trainer, finde ich jetzt nicht so zielführend. Ich finde, wir sollten hier uns einbringen und uns bewusst sein, wie wichtig das ist, auch unsere Unterstützung, wie wichtig die ist und auch das Kommunizieren in einer fairen Art und Weise.
Und, meine Lieben, bitte holt den Kalender heraus. Am 21.11.2018 gibt es um 18.30 Uhr einen Informationsabend auf der Hohen Warte in den VIP-Räumen. Und da werden Krisch, Linker und Katzer hoffentlich nicht nur rhetorisches Gerede von sich geben, sondern wirklich auch Information sagen. Aber, meine Lieben, bringt euch da ein, informiert euch da, meldet euch für diese Veranstaltung an. Man kann das über die E-Mail-Adresse des Vereines und kommt zum Infoabend, bringt euch ein, stellt eure Fragen, und es ist nicht so selbstverständlich bei unserer Vienna, dass man so Informationen bekommt. Ich werde natürlich auch hier am Kanal von diesem Infoabend berichten, aber es ist wichtig, dass ihr dabei seid, dass ihr euch einbringt, dass ihr Fragen stellt, wie zum Beispiel, wie sieht die Finanzlage bei der Vienna aus, wie ist der Schuldenstand der derzeitige, wie ist der Kader, schaut die Weiterentwicklung aus in der zweiten Hälfte der Meisterschaft in der WL2, was sind die unmittelbaren Ziele der Vienna und so weiter. Also das sind alles wichtige Fragen, die uns Vienna Fans bewegen, und es wäre gut, wenn ihr kommt und euch da einbringt, und ja, ich hoffe, dass wir einen sehr informativen Abend erleben werden. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass wir das eben gemeinsam machen, denn meiner Ansicht nach ist es wichtig, jeden beim Verein, von den Spielern, bei den Betreuern, aber natürlich auch den Fans klar machen, was für eine große Ehre es ist, hier ein Teil des First Vienna Football Club zu sein. Es gibt sogar Rekordmeister, aber es gibt nur einen ältesten Verein Österreichs. Seit dem 22. August 1894 gibt es Fußball in Österreich, und die Vienna war der erste Verein und wird es immer bleiben. Wir sind Mitglied auf Club of Pioneers, das heißt, das sollte uns Auszeichnung und Ehre sein und Motivation sein. Und diese Motivation, die sollten wir an die Spieler weitergeben, um eben nicht zu glauben, dass wir da einfach so durchmarschieren durch die WL2, sondern dass es wirklich eine Arbeit ist. Wir sind ein bisschen verwöhnt durch die Frühjahrssaison in diesem Jahr, wo wir wirklich jedes Spiel gewonnen haben, bis auf das letzte, bei dem es um nichts mehr gegangen ist. Aber ich glaube, wir kommen wieder auf diese Erfolgsspur zurück, und zwar gemeinsam. Denn wenn wir aufsteigen, dann steigt der ganze Verein auf. Und wenn wir absteigen, dann steigt der ganze Verein ab. Und das muss jedem bewusst sein. Das heißt, jeder ist ein Teil dieses Erfolgs oder auch Misserfolgs. Und nur die Verantwortung auf den Trainer zu schieben oder auf den Sportdirektor oder was auch immer, ist für mich pauschal gesehen nicht ausschlaggebend, beziehungsweise ist nicht gerechtfertigt, sondern auch für uns ist es ein Teil, dass wir eben hier weiterkommen und uns einbringen, und das sieht natürlich auch der Sponsor, und es ist mittlerweile der Fußball ein großes Geschäft, und wir sind von Sponsoren abhängig, denn umso mehr Sponsoren, umso mehr Geld, umso bessere Spieler kann man natürlich hier verpflichten, uns hier weiterzubringen, und ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz für uns alle und natürlich auch ein wichtiger Ansporn, hier unseren Verein zu unterstützen, und das sollten wir nie vergessen. Ja, meine Lieben, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bitte schreibt mir eure Meinungen in die Kommentare hinein. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter, und ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich bei den nächsten Matches. Also bis dahin, come on Vienna!